20 vor 7 am Samstagmorgen, den 30. November. Wir fahren in Muscat rein. Da drüben die Küstenstraße und das Fort hier oben. Die Häuser. Wir drehen uns schon wieder sehr schnell. Die Sonne kommt jetzt über den Berg. Da eine schöne Dau und dahinter die Yacht des Sultans. Mit seinem Emblem in der Morgensonne teilweise. Die neue Yacht des Sultans. Nochmal die königliche Yacht. Da gibt es sogar einen Duty Free Shop. Wir legen direkt unter den Containerbrücken an. Draußen kommt dann schon das nächste Kreuzfahrtschiff. Das Begrüßungskommando der Möwen. Und jetzt wieder in Bewegung. Und wieder wird gelandet. Jetzt sind die Seile festgespannt. Muscat. 25 Grad. Je nach der Glaubenssonne, die alle hier haben die gleiche Rechte, wird man auch nicht so gefragt, welche Religion hat er oder an welche Religion er glaubt. Das beispielsweise in Muscat hier drei Kirchen und diese Kirchen wurden von der Regierung hier finanziert. Sie wurden gebaut und finanziert. Und dann dürfen die Nicht-Muslime so regelmäßig besuchen, ohne ja, Steuer dafür zu zahlen. Bauarchitektur. Auf der rechten Seite hier diese, ja, der Geburtstag vom Sultan am 18. November, das findet. Die große Moschee des Sultanskampus. Wurde zwei und drei Monate. Von dieser Ehe hat er keine Kinder bekommen und seitdem nicht wieder geheiratet. Er hat keine Familie, keine Kinder. Und laut romanischer Verfassung ein. Kreisverkehr.